Es ist heute Donnerstag im Juli 2021. Hinter mir steht Massimo D'Anolfi, ein Filmer aus Mailand, ein Hausfreund und wird mich in seine Kamera aufnehmen, wie ich einen Einblick in die Geschichte, nicht nur der Panart, sondern in meine persönliche Geschichte mit dem Panvirus gebe. Eine lange Geschichte, mehr als 45 Jahre. Und ich erinnere mich an die Anfänge. Es war Spätsommer, es war in der Stadt, es war vor dem Zeitglockenturm, als eine Steelband einen Sound durch die Gasse ließ, der uns unbekannt war. Mein Freund und ich, Alexandri und ich, waren auf einer gewissen Distanz in dieser Gasse, Kramgasse, und sahen die Menschenbärens, wie sie sanft wogten zu dieser sehr elektrischen Musik. Der Panvirus wurde gestreut und er hat uns erwischt in der Dämmerung eines Sommerabends in der Stadt Bern. Das war im Jahre 1976. Ja, die Wirkung wirkt noch heute und das bedeutete damals, am nächsten Tag haben wir sogleich Fässer gesucht, die hier in vielen Schrebergärten zu finden waren, gleich zwei Stück. Ich ging zu meinem Nachbarn, um den richtigen Hammer zu holen. Er hieß Paganini, ein Italiener, der eine Werkstatt hatte mit ganz viel Kupfer und Messing und Eisenteilen, Gefäßen, die er herstellte. Die hingen an der Wand und er gab uns den richtigen Hammer. Und er instruierte uns, wie man den Fassboden nach unten treibe. Was wir dann auch taten, mit viel Lärm verbunden und mit Reklamationen der Nachbarn. Diese Treibarbeit wurde dann auch von Freunden von uns sogleich aufgenommen, als sie sahen, was wir da aus diesen Dingen machen konnten. Obwohl wir nie ein Steel Pan gesehen hatten, wurden wir auf einer Platte instruiert, sozusagen, einer aus Guadeloupe. Da sah man den Bauch und einen Kopf, eine Steel Band aus Guadeloupe. Hat uns inspiriert, diesen Bauch nach unten zu schlagen. Und es gelang uns, zwei Instrumente zu bauen, die mit Beulen versehen schon Melodien zuließen. Wir stimmten da irgendwas rein, daran erinnere ich mich nicht mehr. Und sogleich gingen wir in die Gasse und spielten Round the Neck unsere Melodien, die uns in den Sinn kamen. Das war die erste Band, die Round the Neck Band im Duo. Natürlich kamen mehr Freunde dazu, eben, die auch ihnen gelang, ein solches Instrument zu bauen, ein tiefes Single-Gitarre vielleicht, so, oder ein Bass. Auch den hängte man um den Körper und losging die Musik. Wir spielten, was uns in den Sinn kam. So entstand eine Band, einmalig in der Stadt, einmalig im Kanton, einmalig in der Schweiz. Und wir nannten sie Ölgesellschaft. Und zwar waren wir die Originale.
Und wir waren in Bern, original Berner Ölgeselle. Diese Band vergrößerte sich zusehends in diesen 70er Jahren, wurden sofort auch Frauen integriert, man spielte an Festivals, man baute die Instrumente zusammen. Bis schon bald Leute kamen, die sagten, wir wollen das auch. Kann man das hier kaufen? Nein, man kann es nicht kaufen. Man kann es bauen. Und man machte diese gemeinsame Arbeit. Die Menschen trieben die Fässer, irgendwelche Fässer, Ölfässer, Giftfässer, was da herumlag. Und es entstanden Round-the-Neck-Instrumente. Das waren sogenannte Tenorpan, dann die Second, Single Second, die Single Guitar und ein Bass mit 5 Tönen. Das war das Instrumentarium, das eine enorm dynamische Musik gab, eine Tanzform darstellte und uns jahrelang Vergnügen bereitete. Bis auch wir auf die Idee kam, nachdem Andy Narell, ein berühmter Panspieler aus New York, uns Instrumente gebracht hatte von Eli Manet, dem König der Bauer aus Trinidad. Und so konnten wir dann die Qualität steigern und sozusagen schauen, wie das wirklich dann aussieht, wie diese Beulen zu formen sind. Da gab es unendlich viele Wege. Jede Beule klingt. Jedes Metall klingt dann irgendwie. Und man wollte dann doch bessere Qualität haben und hat sich auch mal eins gekauft in London. Oder jemand hat eines gebracht aus Trinidad. Die konventionelle Steelband Urbana Ölgesellschaft war dann die Mutter-Steelband und es entwickelte sich eine breite Szene rund um Bern herum und in der Schweiz, dann auch ins Ausland. Und Standard wurde die konventionelle Steelband mit Tenorpan, mit doppelten Seconds, sogenannte Double Second. Dann gab es diese Guitars, Double Guitars oder auch Triple Guitars. Das waren die tieferen Instrumente. Dann gab es die großen Sechserbässe, die gewaltigen Power entwickelten, denn ohne Bass kann man gar nicht spielen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, das ist dann der sogenannte Sixbass. Das ist die konventionelle Steelband, die hier in der Schweiz Fuß fasste und außerhalb des Karnevals auch viel zu tun hatte. Es war eine Zeit des Booms, kann man sagen. Schon bald waren 50, 60, 70 Orchester in der Schweiz. Auch in die Schulen wurden das getragen. Und so kam die Frage auf, wie kreieren wir gute Instrumente, solche, die nicht dauernd verstimmen, weil wir in der Schweiz doch recht happig auf diese Dinge einschlugen, einspielten, sagen wir mal, aber es verstimmte sich doch sehr schnell und ich hatte sehr viel zu tun. Ich entschied mich ja dann auch, ein Tuner zu werden, ein sogenannter Tuner, und eröffnete eine kleine Manufaktur, bevor wir dann im Jahre 1993 die Panart gründeten, aus Mitgliedern der Ölgesellschaft. Wir wollten ein Community-Business machen. Hier an der Aare unten, haben wir dann unsere Bude gegründet und starteten auch mit Hilfe von Essa Tervala, einem Tuner aus Finnland. So waren eine Equipe, die zusammen jetzt Instrumente baute. Wir luden auch ein, Schweizer Steelbands Aktien zu zeigen, damit sie mitsprechen könnten.
Lehrer und Lehrerinnen, die eine Steelband hatten, waren froh, einen guten Service zu haben. Und so entfaltete sich da eine breite Szene. Die Frage nach den besten Instrumenten wurde angegangen, indem man der Geschichte nachging, die ich jetzt erzählen will. Da Blech grundsätzlich eine schwache Geschichte ist, eine duktile, weiche Geschichte, ging man auf die Suche nach besserem Material. Man hatte nicht diese Fässer aus Trinidad, die berühmten Brabby-Fässer beispielsweise, die mit Kohlenstoff angereichert waren, weil diese Stahlwerke nicht sauber arbeiteten. Das waren gute Fässer. Das gab den berühmten Trini-Sound. Wir hatten das nicht. Wir hatten schlechte Material und wir wollten das verbessern. Und ein Schmied in der Nähe meines Ateliers hat mir mal erzählt, dass eben die Sarazenen ihre Waffen im Menschenblut gehärtet hätten und die Spanier im Pferdeurin. Das brachte uns zu der berühmten Härterei, die man Nitrierung nennt. Ich ging zu diesen Firmen und sie wollten zuerst nicht helfen, aber es gelang mir, sie mit den Klängen so zu verzaubern, könnte man sagen, dass sie diese großen Dinger in den Ofen steckten. Das sind Öfen, die dann Stickstoff in die Fässer hinein diffundieren lassen und so zu einem Sandwich, eine härtere Schicht, kriegen sie dann, wie etwa Kardanwellen bei den Autos. Das war ein revolutionärer Schritt zu anderen Instrumenten, die natürlich auch einen anderen eigenen Sound entwickelten. Man verkaufte sie als People's Pan. People's Pan, People's Pan. Volkswagen sozusagen. Man verkaufte es als Black Pan. Das war eine Nitrierung mit Kohlenstoff, die waren schwarz. Man verkaufte sie auch als Round the Neck. Diese Urform der Steelband behalteten wir bei. Round the Neck. Ja. Die Panart hatte viel zu tun und es zeigte sich aber, dass diese harte Arbeit des Bauens von solchen Instrumenten, die große Nachfrage, die Qualitätsfrage, Mitarbeiter überlastet und sie verließen die Panart. Wer zurückblieb, war Sabina Scherl. Im Jahre 1995 war ich dann sozusagen mit ihr in der Bude und alleine gelassen. Und es kamen Jahre der Forschung. Wir trennten uns von der Steelband Ölgesellschaft, um uns ganz der weiteren Entwicklung zu widmen. Wir bauten eine Kathedrale vor dem Hanghaus, vor dem Panhaus, Steelpanhaus oder wie es hieß, aus Fässern bauten wir einen großen Raum, der dann zum täglichen Spiel einlud auf sogenannten Black Pans, wie ich schon gesagt habe. Und man spielte sie stehend, aber nicht auf Ständern, sondern man hängte sie auf. Und so gab es eine sogenannte Glockenstuhlmusik, die wir dann eine gewisse Zeit lang im Winter durchpflegten, jeden Tag, und so ein neues Spiel einübten. Wir bauten auch einen Schrein draußen im Wald, wo Leute, die vorbei wanderten,
konnten hier dann spielen. Das geschah hier an der Enge Haldenstraße in Bern. Die Instrumente veränderten sich auch. Man baute eine Rohform mit Chromstahlmantel und mit einem Bauch, der vorgedrückt wurde. Man wollte die Sinkerei sozusagen eliminieren und gleich in diesen Bauch gehen, was natürlich nur geht, wenn der Bauch nachher auch an Kraft wieder zunimmt. Denn beim Sinken des Instrumentes, des Bauches, kommen enorme Kräfte hinein, die man dann die den Tuner dann in einen Tanz hineinverwickeln mit den Druckkräften, die da herrschen. Das würde man dann als Pan Chambi bezeichnen. Das sind enorme Kräfte, die da entstehen. Und den Druck brauchen wir dann, um diese Klänge zu modellieren und kurze Impulse zu realisieren, die Musik ja erfordert aus dem Blech. Wir waren also nicht interessiert an langen Klängen, sondern an kurzen, modellierten Klängen. Die Sinkerei war also nicht mehr nötig und man konnte nun Instrumente aller Art bauen. Ping, Peng, Pong. Ping, Peng, Pong nannten wir sie. Wir lösten sogar den Bauch vom Mantel. Wir lösten ihn und spielten mit der Form der Schale. Es entstanden Glocken, ein Glockenton mit 12 Glocken, eingestimmt, chromatisch, wurde sogar nach Hollywood geschickt. Man baute schon erste Klänge ein mit dem Dom, den wir da genau anschauten, und montierte allerlei sogenannte Plexushalter daran. Das ist eine Schale, die an die Schale montiert wird, damit die Schale nicht chaotisch schwingt, so fixiert wird. Damit spielten wir mannigfaltig und sogar mit parabelförmigen Formen wurde gespielt. Es gelang sogar, erste Handinstrumente zu bauen, das Cempan. Die Hände kamen ins Spiel. Man untersuchte den Beckenbaum, wie funktionieren die Becken, wie klingen die da überhaupt. Unter Mithilfe von amerikanischen und deutschen Wissenschaftlern, Akustikern, wurden uns die Schwingungsmoden bekannt. Die Gesetze, die Physik wurde eingehend studiert in diesen 5 Jahren. Wir versuchten sogar ein Instrument zu bauen, chromatischer Art, wie eine Marimba, sozusagen ein Martello, da konnten 2-3 Leute daran arbeiten, Musik machen, das Tubal. Es kam der Tanz hinein, Bal, Tub, die Röhre. Also Becken, Glockenstudium, wie funktioniert die Trommel, Tubal. So kamen wir in ein Spiel mit Formen, das uns dann im Jahre 2000 zur folgenden Figur führte. Ein Perkussionist kam vorbei, Reto Weber, und suchte nach
Instrumenten, ähnlich wie sein Gatta, das nicht zerbrechen würde und das Melodien hergäbe. Wir bauten da sowas. Und nachher mussten wir das aber verkleinern. Und wir nannten das Hang, weil es mit Hand gespielt wurde. Diese Klänge aus dem Material Pang, dieses gehärtete Material, waren eben spezielle Klänge, waren nicht mehr Stilklänge. So war der Name geboren, aber es war so, dass sich da niemand dafür interessierte, für dieses Instrument. Im ersten Jahr hatten wir Zeit, es ästhetisch zu verbessern, in die richtige Spannung zu bringen, in der formellen Formulierung mit dem Gu, mit dem Hals, in der unteren Plexushalterschale hier, wollten wir eine Form hineinbringen, die sie mit dem Ding, sozusagen dem Kopf, spielte formell. Und das Ganze wurde unter Spannung gesetzt. Es war sozusagen ein Same, der dann gedehnt wurde, fixiert wurde und dann von innen gestimmt wurde. Diese kompakte, verdichtete Form nahm nun ihren Weg in die Zukunft. Die Musiker kamen, viele Musiker kamen, Geschichtenerzähler kamen und wollten das haben. Wir selber spielten das natürlich in allen Formen, meistens aufrecht, spielten wir das wie eine Harfe. Wir wollten das an den Menschen heranführen. An den Menschen heranführen. Wir spielten den Bass und die Klänge wie eine Harfe oder wie eine Glocke. Es musste nun gespielt werden. Was war denn das? War das ein Musikinstrument? War das ein Perkussionsinstrument? Aber da war ja Luft, die wir da einstimmten. Wenn man mit den Beinen richtig sah, in die richtige Position kam, geschah da ein Einstimmen mit dem Ding. Der Helmholtz-Resonator, wie man das nennt, integrierte die Luft. Es begann zu atmen. Es war eigentlich ein Aerophon. Die Luft wurde integriert. Und so im Jahre 2008. Gestalteten wir das integrale Hang. Das in seiner Form mit sieben Tönen, sieben als dynamische Form. Die Kuppeln nahmen eine Form an, dass es zu einem Tanz, zu einem Reigen kam. Überhaupt entdeckten wir, dass das Spiel, ein harmonisches Spiel der Hände ist, ein Tanz der Hände. Die Kuppeln wurden dynamisch angelegt, das war eine Dekoration, ein Kreisen in dieser Richtung hier, spiralförmig. Der ganze Plexus wurde zur Landschaft. Man ging spazieren. Der Ding wurde zum Eintritt in einen Spaziergang, in einen Garten, eben. Man schloss die Augen und genoss diese reichen Klänge, die von Hand gespielt waren. Das war nun die Erkenntnis, das ist ja mehr als ein Instrument, das ist eine Skulptur, das ist ein Blick in eine Gesellschaft mit einem Zentrum, mit Atem, die atmet. Diese Skulptur
machte die Reise um die Welt. Wir gingen auch auf Wünsche ein von Musikern und bauten beispielsweise ein Klangfeld mehr ein, oder wir eröffneten ein Loch mehr, dass es wie Udu-Klänge gab, hat sich allerdings nicht bewährt. Also man hatte da was komprimiert und konnte da nicht mehr wieder neues Zeugs hineinbauen. Aber wir haben auch heilende Klänge gemacht, aufgehört. Wir erkannten immer mehr, dass es ein sonderbares Ding war, dass da die Menschen, hier sehen wir jetzt schon, was heute aktuell wird, nämlich den Gu oben. Bevor diese Bubalu-Form entstand, das sind die heutigen Balus mit dem Puls auf der oberen Seite, mit dem Ring, der da schwingt und die Luft anregt. Somit ist der Puls jetzt integriert in die reizvollen Klänge, die wir da einstimmen, weder Dur noch Moll, da ist alles integriert. Und eben auch die Luft. Das sind dann die drei Stimmen, die wir da machen heute. Das Kollektiv hat übernommen, der Virus ist im Kollektiv, dazu haben wir ein Kodo gebaut, ein rhythmischer, pulsierender Körper, vielfach einsetzbar. Und zwischendurch gab es auch diese Versuche, die Kraft des Instruments nach unten, die Skulptur nach unten zu kräftigen, indem man das Volumen erweiterte. Das war das Gubal. Balein, tanzen, drehen, Gubal, Hangubal, mit mehr Volumen, mit mehr Tiefe. Sitzend gespielt. Dann gab es ein Tanzmodell, das Hangbal, gibt es auch heute noch, das wieder mit einem Ding aufwartete. Ein Ding mit einem Klangring eingestimmt in den Google, wie wir ihn nennen, mit einem Resonanzloch, mit einer Öffnung, die manipuliert werden konnte, und dieses Instrument wurde um die Schulter getragen. Manipuliert hier die Bässe und die Hand. Bal, Hang, Bal. Weitere Formen sind entstanden für kleinere Perkussion, beispielsweise das Gudu mit dem Gu oben und dem Gugel auf der Seite, das dann gespielt wird wie auf den Knien mit der Hand. Gudu, Godo, und dann kam noch das kleine Gede mit dem Helmholtz-Resonator, das ins Spiel. Das wäre die Formensprache der nach 2000. Und weiter geht es. Welche Formen morgen entstehen, wissen wir nicht. Ich habe noch ein berühmtes Instrument vergessen, das ist der Hangschuh. Da legt man den Daumen rein.
Die Hand, das ist der Handschuh, ein Becken. Daran arbeiten wir noch. Wir arbeiten im Sinne, dass diese Skulpturen den Menschen spiegeln, der Mensch zum Instrument wird, zur Skulptur wird, zum Künstler wird, der aus diesem Instrument seine Musik herausfiltert. Und das führt irgendwo hin, wo wir einfach uns befreien von Vorstellungen der Musik und schlicht und einfach sagen, mach deine eigene Musik. Wir schlagen die Energie rein, wir ordnen die unter Druck stehenden Plexus und der Spieler, die Spielende wird da herausholen, was sie oder er herausspielen will. Damit sind wir am Schluss dieser langen Reise angelangt. Morgen geht's weiter. Ich danke für die Aufmerksamkeit.